Barbara, du wirst verhört. Ja. Mhm. Du weißt allerdings noch nicht, was du getan hast. Nee. Nur anhand der Fragen, die dir die Polizisten im Verhör stellen, da kannst du vielleicht erraten, was dich überhaupt in diese Situation gebracht hat. Vielleicht gehst du schon mal da aufs Stühlchen, nimmst wieder hier unsere kleine Kabine. Ja. Schöne Musik. Schöne Musik für dich. Ja, die Polizisten für das Verhör sind Max und Olli. Und wir suchen jetzt einmal ein berühmtes TV-Tier. Rex. Lassie, Rex. Alf. Alf finde ich ganz schön. Flipper. Flipper, genau. Flipper, das nehmen wir. Genau. Barbara hat nämlich Fahrerflucht begangen, nachdem sie Flipper angefahren hat. Angefahren hat. Natürlich. Das ist sowas, das kann man, doch, das kann man doch gut rauskriegen. Natürlich. So, Olli, Max, ich darf euch in eure kleine Verhörzelle bitten. Habt ihr so schnell mein Verbrechen gefunden? Ja, wir haben dein Verbrechen ganz schnell gefunden. Und du wirst dich vielleicht wundern. Also, das Verhör kann beginnen. Ich bin gespannt, ob Barbara bekennt. Frau Schöneberger, ja? Sie können hier in 20 Minuten raus sein oder in 3-4 Tagen. Das liegt jetzt ganz bei Ihnen. Ich habe Zeit. Ja. Wir haben allerdings nicht viel Zeit. Wir haben leider nicht viel Zeit. Also, fassen wir es nochmal zusammen. Es ist wirklich, ich bin 20 Jahre bei der Polizei, aber so ein abscheuliches Verbrechen habe ich persönlich wirklich noch nicht erlebt. Was um Himmels Willen war Ihr Motiv? Liebe. Wir wissen, dass es nicht Liebe war bei diesem abscheulichen Verbrechen. Haben Sie es etwa geplant? Lange. Lange habe ich es geplant. Und ich bin es 1000 Mal durchgegangen. Ich bin aufgestanden morgens. Ich habe mir die Klamotten angezogen. Ich bin rausgegangen. Ich bin da hingegangen. Sind Sie direkt in die Garage gegangen? Ja. Und da bin ich dann auch oft stundenlang drin geblieben. Aber eben nicht lange genug. Stundenlang habe ich in der Garage rumgesessen und Frau Schöneberger, ich versuche wirklich nur, Sie zu verstehen. Was um Himmels Willen hat er Ihnen getan? Er ist so niedlich. Was hat er Ihnen getan? Er hat mich vollgequatscht den ganzen Tag. Ich komme hier nicht weiter, Max, mach du mal. Gequatscht hier rein, da raus. Ich konnte nicht Frau mehr. Und dann diese Frisur. Ja. Ihre Frisur interessiert uns hier nicht. Das ist doch nicht meine, seine. Und die hat mich aggressiv gemacht. Okay, fangen wir mal wieder von vorne an, der Tathergang. Also, Sie sitzen jetzt in Ihrem Auto. Was ist dann passiert? Erstmal, ja, dann, ich bin ins Auto rein. Dann habe ich die Türen zugemacht und verriegelt. Dann habe ich ihn gesehen. Wo? Was hat er gemacht? Ich habe ihn an die Garagenrückwand geklebt. Bevor Sie ihn getötet haben? Ja. Was haben Sie gemacht, bevor Sie ihn getötet haben? Haben Sie ihn schon gesehen? Ich habe ihn, bevor ich ihn getötet habe, gehäutet und... Es wird ja immer schlimmer. Gott. Es wird ja immer schlimmer. Ist schon gut. Also, es ist ja wieder... Das habe ich in dem Film gesehen. Jetzt erklären Sie mir nur eins. Wie um Himmels Willen ist der in Ihre Einfahrt gekommen? Der wohnt nebenan. Hören Sie mal zu. Können Sie Ihrer Mutter erzählen? Wir wissen es, dass er nicht nebenan wohnt. Denn nebenan gibt es überhaupt keinen Swimmingpool. Und die Nachbarn haben auch überhaupt gar keine Haustiere. Haben Sie ihn denn nicht geliebt als Kind, so wie wir alle? Nein. Was haben Sie gegen ihn? Ich habe ihn gehasst. Ich habe sein Fell gehasst. Sie waren wohl nicht besonders gut in Biologie. Aber wie ich Sie kenne, essen Sie trotzdem gerne Sushi. Typisch. Ich habe seine Schuppen gehasst. Ich hasse Schuppen. Mein Vater hatte auch Schuppen. Und deswegen habe ich alles gehasst, was Schuppen hat. Frau Schöneberger, schämen Sie sich denn jetzt wenigstens? Ja, ich habe die Schuppen abgemacht und dann habe ich ihn an der Garagenwand festgeklebt. Und ob die Serie damit zu Ende ist oder nicht, ist Ihnen natürlich scheißegal. Sie denken wahrscheinlich nicht an die vielen armen Kinder, die alle zu Hause sind. Okay, ich gestehe. Ich habe Flipper aus dem Swimmingpool meiner Nachbarn an der Garagenwand festgeklebt und habe ihn dann mit dem Auto kaputt gemacht. Was schön ist das nicht? Aber Juri!
Nemo lebt. Welche Tragödien? Nemo lebt, Fury lebt, ja. Lassie lebt. Ja. Dem Himmel sei Dank. Ja. Olli.